fühle mich dabei unwohl. Sehr unwohl. Das wären drei schlimme Forderungen. Ich muss die Frage wohl direkt stellen. Was soll ich für dich machen? Lass mich nachdenken. Wir haben gerade kein Dach über dem Kopf. Vielleicht fangen wir damit an. Bring mir das Haus von Maximilian Borsodi. Sein Haus? Warum denn so überrascht? Ich muss doch irgendwo leben. Was soll das bedeuten? Bist du von Sinnen? Willst du ein dreckiges Pferd reiten? Geh mir aus den Augen, Kerl. Weißt du, was Wladimir mit dir täte, wenn er das sähe? Ja. Wladimir? Mein Bruder. Es gab Tage, da stank er wie drei Tage alte Fußlappen. Aber sein Pferd war stets paradetauglich. Ach, beim Zechen war Wladimir konkurrenzlos. Leider feiert er nicht mehr viel. Finde ihn darum und bereite ihm die Sause seines Lebens. Das ist meine zweite Forderung. Gut, das scheint machbar. Was ist die dritte? Erledige erstmal diese zwei. Dann reden wir weiter. Wo finde ich dich, wenn ich mit ihnen fertig bin? Ich weiß nicht, welchen Zeitvertreib mein Trupp für mich plant. Sagen wir, in der Taverne zur Alchemie in Ochsenfurt. Schön, wir sehen uns dort. Na toll, jetzt arbeiten wir für den Drecksack. Der Bruder dürfte kein Problem sein, aber das Haus? Wie soll ich ihm ein Haus bringen? Das Gegenteil trifft zu. Das Haus sollte dich nicht betrüben. Der Bruder umso mehr. Aha. Borsodis Haus. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihm das bringen soll. Der einzige Borsodi, den ich kenne, betreibt in Ochsenfurt ein Auktionshaus. Ich hörte davon. Meine Schwerter wären da fast mal versteigert worden. Aber da fand die Auktion in Novigrad statt. Sie müssen umgezogen sein. Vielleicht kommst du dazu, sie nach dem Grund zu fragen. Gut, ich gehe hin. Und dann? Woher soll ich das wissen? Vielleicht findest du dort Inspiration. Oh, und nimm genug Geld mit. Das könnte dir noch dienlich sein. Aha. Olgierts Bruder, warum ist er ein Problem? Er ist tot, fürchte ich. Seit vielen Jahren. Na, von Nekromantie war nie die Rede. Nekromantie ist nicht die einzige Möglichkeit, eine Seele zu rufen. Du brauchst so ein altmodisches Ritual wie eine Blutbeschwörung. Also habe ich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Außerdem brauche ich das Blut des Herbeizurufenden. Blut, schon. Aber nicht unbedingt das des Herbeizurufenden. Hier. Wo hast du das her? Geralt, Geralt, Geralt. Du bist aber auch neugierig. Nimm an, dass es von Everick Blut ist und mach weiter. Und wo finde ich diesen Wladimir? Geralt, ich kann nicht alles für dich tun. Benutz dein Hirn. Die von Everick sind hier wohl bekannt. Du musst jemandem begegnet sein, der von ihnen gehört hat. Die bezaubernde Rotschopf-Doktorin vielleicht. Du weißt schon, von wem ich spreche. Mhm. Du hast auf mich gewartet. Wie nett. Ich konnte meinen Stellvertreter doch nicht dem Schicksal überlassen. Ich dachte, ich müsste Olgierts Wünsche selbst erfüllen. Laut Vertrag, ja. Aber mir ist nirgends untersagt, dir zu helfen. Und ich habe das Gefühl, dass du bei den ersten beiden Aufgaben Hilfe brauchen wirst. Bei der dritten wahrscheinlich auch. Es ist wohl Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Etwas Enthusiasmus, Hexer. Du könntest dich auch einfach amüsieren. Ja, ich kann's kaum erwarten. Wo finde ich dich, wenn ich Hilfe brauche? Dann finde ich dich. Ja. Viel Glück, Geralt. Tolle Sache, die wir uns hier aufgebrummt haben. Sprich mit Schaden über die Familienkrypta.
Jawohl. Okay, kurzen Blick auf die Map. Wo ist sie denn? Ja, da müssen wir eine Schnellreise machen. Dringend. Aha. Okay. Einmal hier hin. Dann erfüllen wir mal unsere Aufgaben. Ich hoffe, es geht schnell. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Na, sehr gut. Schon sind wir da. Ich habe die Schleimproben analysiert und glaube, dass ich ein Gegengift herstellen kann. Gut. Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste Gegner. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Krötenform? Solche Medaillen hat die Armee nicht. Geralt? Alles in Ordnung. Was hast du da im Gesicht? Lange Geschichte. Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern. Steiler Zahn, die Frau Doktor. Gar nicht wie eine Gelehrte. Interessant. Wie sehen Gelehrte denn deiner Meinung nach aus? Tja... Sie lesen sich die Augen kaputt, nicht? Also haben Sie Brillen. Ja, genau. So fette Dinger auf faltigen Nasen. Mhm. Und Sie tragen nur trutschige Kleider. Für wen sollen Sie sich in Schale werfen? Für Bücher? Faszinierend. Aber das solltet ihr niemals in Hörweite von Ärztinnen sagen. Und wieso? Weil Sie sich weigern könnten, euch nach der Schlacht wieder zusammenzuflicken. Du bist ein Glückspilzhexer. Sie hat dir schöne Augen gemacht. Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu, du stehst auf sie, oder nicht? Nicht unbedingt. Sie ist zweifellos eine Schönheit, aber nicht mein Typ. Ha! Das glaubst du doch selber nicht. Du verpasst was? Das ist eher der Tristtyp, auf den ich so angucken wie dich. Ich würde nicht lange fackeln. Hier ist das Medikament. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält dreimal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redaniens. Dank. Du dienst jetzt der redanischen Sache. Ich mir aber ein bisschen mehr von Menschen, in denen sie behandeln. Dass sie Redania sind, ist Zufall. Ich würde auch Nilfgaardern helfen, wenn es sich ergäbe. Bei Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wäre es genauso. Geralt, du kennst mich doch. Shani, diesmal brauche ich deine Hilfe. Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also... Sag mir, was du brauchst. Hat es was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Und du musst mir erzählen, was in der Kanalisation passiert ist. Wo fange ich an? Genau, das Monster in der Kanalisation entpuppte sich als Riesenkröte. Und diese Riesenkröte war in Wahrheit ein Prinz. Aus Ophir übrigens. Ah, und ich bin die Prinzessin von Kovir. Das ist die reine Wahrheit.
Als ich die Kröte erschlagen hatte, erschienen Soldaten und ein Magier aus Ophir und nahmen mich gefangen. Ein Mann namens Gaunter Odim hat mich befreit. Wer ist das? Ja. Eigentlich weiß ich das nicht genau. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Das ist nicht meine Hauptsorge. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odim hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen. Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Aber gefallen tut mir das nicht. Ja. Mir auch nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss diesen Geist beschwören. Verstehe. Wessen Geist ist es? Es ist Olgierd von Evereks Bruder. Von Evereck? Hm. Im dritten Jahr in Ochsenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Ich nahm Dynastien. Hier sind sie. Von Eberborst, von Esteken, von Evereck. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Wladimir. Der liegt in der Familienkrypta bei ihrem Anwesen. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss los. Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bring das Rauchfass mit. Klingt gut. Auch zur Familienkrypta. Können wir noch ein bisschen Essen klauen? Und andere Sachen. Eine Hochzeitseinladung. Einen Apfel können wir nicht mitnehmen. Ein bisschen Alk. Ein paar Bücher mitnehmen. Und wieder was zum Lesen. Ich weiß nicht, können wir noch die Bücher aus dem Hauptteil lesen? Und bestimmt auch noch irgendwo in der Tüte nach. Sachen in der Kiste, irgendwo bei den. Bei dem Ritterspron in der Taverne. Müssten die noch sein. Okay, die Familienkrypta der Evereks. Okay. Gehen wir direkt dorthin. Lustig, wie? Versucht man übers Meer zurückzureisen. So, wo geht's lang? Das ist aber eine ganz schöne Reise. Ich hoffe, wir können schnell reisen. Ich glaube, von hier aus können wir reisen. Das ist der Weg nicht mehr so lange. Die Sause des toten Mannes. Die Sonne steht schon hoch, Bild. Du bist erst beim zweiten. Mal.
Komm her, Plätze. Wir haben einen Weg zu reiten. Auf zu Krypta. Kann nicht mehr so weit sein. Ich werde Schlachter, wenn ich groß bin. Das müsste es ja eigentlich fast schon sein. Kein Umweg hier, um sich mitten durch das Dorf durchzubrechen. Dorf zu brechen. Aha, ein Schnellreisepunkt. Das gefällt mir sehr. Können wir beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal, wenn wir hin müssen, nicht mehr so lang einen Weg. Schaut so aus, als ob wir da sind. Jo. So ist gut. Ankommt. Diese Seite kenne ich gar nicht von dir. Welche Seite? Naja, deine romantische Seite. Ich kenne dich nur umgeben von Verbänden und Medikamentenflaschen. Meist blutverschmiert. Weil du mich normalerweise bei der Arbeit besuchst. Jetzt habe ich frei, warte auf dich und flechte eine Girlande für die Hochzeit. Wusste gar nicht, dass du heiratest. Ich doch nicht, Dummkopf. Meine Freundin. Die Girlande ist nicht für mich. Wo wir davon reden, vielleicht begleitest du mich. Sicher, warum nicht? Wunderbar. Dann sind wir verabredet. Auf der Hochzeit. Hast du auch fast gedacht? Toll. Kenja, wird Spaß jetzt, diese Mission, die wir jetzt eingesteckt haben. Ich wusste nicht, was genau du brauchst. Darum habe ich Ambra, Anis und Wacholder mitgebracht. Raucht alles recht stark. Danke, das könnte noch nützlich werden. Auch was. Gehen wir? Gehen wir. Der Wälzer hatte recht. Sie ist beeindruckend. Ja, schade, dass sie verfällt. Die Familie hat schwere Zeiten durchgemacht. Für Luxus war kein Geld mehr da. Aber dafür ist die Gruft sondern ein ausgewachsenes Mausoleum. Der Schein war so sehr. Na toll. Geister. Ghostbuster. Erstmal ein paar Tote besiegen. Lasst uns Tote töten. Hoffentlich war das die letzte Überraschung. Ich sollte mich umsehen. Natürlich ist das nicht die letzte Überraschung. Erstmal looten. Dachte es mir. Votivkerze zu Ehren der Toten. Alter Brauch. Votivkerze zu Ehren der Toten. Alter Brauch. Okay, wo kriegen wir die hin? Wo kriegen wir die her? Die Votivkerze. Ah, von dort vielleicht. Eulalia von Everick, gestorben 1250. Mhm. Okay. Da geht's weiter, man würde nicht Wand brechen. Ich sollte das hier lieber nicht anfassen.
Wladimir von Ebb, Sohn Bohemils und Christinas. Na bitte, jetzt das Ritual. Ich muss den Rauch in jedem Raum der Krypta verteilen. Questgegenstand. Wir klauen hier ein bisschen Geld in den Gräbern. Okay. Und nun? Wie machen wir es denn hoch? Weihrauch. Ach. Wie ich Weihrauch hasse. So nicht. Das Blut. Hier müssten wir irgendwo das Weihrauch haben. Hier. Das Rauchfass. Können wir es irgendwie anders legen? Das war. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Erstmal die Toten looten. Tja, also, wir brechen wohl durch die Mauer. Ein Kryptoschlüssel. Ja. Und nun? Okay, sehr geloten. War schon mal eine gute Idee. Goldener Ring, goldener Fächer. Werden uns die Toten bestimmt nicht übel nehmen. Okay, wir machen jetzt zwei rum. Ich hab da keine Ahnung. Ja. Ich verstehe nicht. Das. Nicht irgendwie einsetzen. Ah, okay.
Leben und Tod und Chaos hienieden. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Erhebe dich, der du lang schon verschieden. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Leben und Tod und Chaos hinein. Jetzt muss ich die Kerze anzünden. Leben und Chaos hinein. Jetzt muss ich die Kerze anzünden. Okay. Leben und Tod und Chaos hienieden. Ich rufe dich her, dessen Blut ich lass siegen. Bah. Leben und Tod und Chaos hienieden. Du hast mich gerufen, Fremder. Warum? Ich heiße Geralt. Bin hier, um den Geist von Wladimir von Everreck zu wecken. Wer du bist und was du willst, spielt keine Rolle. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen. Bist du der Geist von Vlod? Wer fragt nach meinem Enkel? Einerlei, Honoratina. Ich möchte nur wissen, woher dieser Sterbliche das Blut aus der Familie hat, mit dem er einen von Everreck erwecken kann. Wahrhaftig. Es lebt nur noch einer aus unserer Linie. Olgierd. Dann sprechen wir mit dem Mann, der das Blut deines Enkels vergossen hat, Kestatis. Ihr seid also alle nicht Wladimir? Sein Bruder Olgierd schickt mich. Du wirst Vlod bald genug begegnen. Nur Olgierd siehst du nicht wieder. Na toll. Von Everreck. Sollt ausweichen. Schütten wir die Toten. Ausweichen! Verdammt! Ausweichen! Ich bin in der Falle. Und fast tot. Verdammt! Irgendwie ist es die Taste geklemmt. Ich konnte nicht ausweichen. Na komm schon. Wir haben schon ganz andere Stände, ganz andere Schlachten geschlagen, ganz andere Gegner besiegt. Daran wird es doch jetzt nicht mal scheitern. Ladezeiten. Cuts. Kopf Cuts. Leben und Tod. Ich ruf Leben. Ich heiße. Bist du der? Ihr seid. Stirb. Töte ihn. Ich habe das Ausweichen verlernt. Ich hab doch kein Blut vergossen. Was soll die Scheiße? Verdammt.
das jetzt anders.